Bildungserfolg. Ein Begriff, den man kennt. Ein relevanter Begriff. Doch was meint er eigentlich? Gute Zensuren? Eine geglückte Lernstoffvermittlung? Oder geht es hierbei vielleicht doch um mehr? Der niedersächsische Bildungsauftrag sagt ganz klar ja. Es geht um mehr, es geht um viel mehr. Man kann ihn vielleicht paraphrasieren, frei nach dem Humanisten François Rabelais. Kinder sollen nicht wie Fässer befüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden. Potenzialweckung, Persönlichkeitsentfaltung, Demokratiefähigkeit. Fit für diese lebenslange Übung werden, darum geht es also wesentlich beim Bildungserfolg. Doch wie komme ich zu dem Thema? Ich bin Philipp Miles Pankow und lebe heute in Berlin. Hier engagiere ich mich unter anderem für die Zivilgesellschaft und für Menschenrechte. Doch wie bei vielen anderen meiner FreundInnen begann auch mein persönlicher Weg woanders, in Niedersachsen. Denn meine Freunde und ich, wir sind UNESCO-Alumni, sozusagen. Wir haben alle UNESCO-Schulen besucht und in diesem Sinne sind wir UNESCO-sozialisiert worden. Und das hat unserem Bildungserfolg offensichtlich einiges gebracht. Zumeist stehen wir noch in Kontakt, obgleich wir derweil überall in der Welt verstreut sind. Und nun begebe ich mich auf eine Reise. Der Anlass: die kultusministerielle Initiative 75 Jahre Demokratie in Niedersachsen. Alles klar, mit der das Ministerium Projekte politischer Bildung fördert. Ich reise mit meiner Kamera an den Ort, an dem für mich alles begann, das niedersächsische UNESCO- und Kinderrechte-Schulnetzwerk. 5 Schulen besuche ich. Wie setzen Sie hier den Bildungsauftrag um? Wie entzünden Sie bei Ihren SchülerInnen die Flamme der Lernfreude? Die Kinder waren Feuer und Flamme. Als es dann umgesetzt wurde, konnte man wirklich die Begeisterung spüren. Die Kinder haben einen Riesenspaß gehabt, das Ganze selber auszuarbeiten und festzustellen, dass das, was ihr Thema ist, dass das jetzt tatsächlich auch aufgegriffen wird. Und ich finde, es ist ein unglaublicher Brückenschlag und es trägt zur Völkerverständigung bei. Und wir haben eine Welt und wir arbeiten daran, dass diese Welt eine gute Welt wird. UNESCO war mir schon immer wichtig, weil es eine großartige, weltumspannende Idee ist. Ich treffe auf engagierte Lehrkräfte in den Ausbildungsstätten der Gestalterinnen und Gestalter von morgen. In diesem Beitrag werden wir sie kennenlernen. Meine Reise beginnt in Hildesheim. Unsere Schule, die RBG, die Robert-Bosch-Gesamtschule, die setzt sich sehr viel für Kinderrechte ein, für die Umwelt und ist seit 42 Jahren eine UNESCO-Projektschule und sie ist seit 10 Jahren Partnerschule der Lekrimoni Primary School. Die Schülerinnen und Schüler da, die haben leider deren Pausenfläche ist genau eine Fläche auch für Tiere und so können die auch nicht spielen, weil da immer der Code rumliegt. Das hat sie total motiviert, so einen kargen Schulhof zu sehen. Wir sind ja auch nicht verwöhnt mit unseren Schulhöfen, aber das fanden sie ja einfach wahnsinnig erstrebenswert, sich da einzusetzen. Wir haben mit unserem UNESCO-Profil ein Projekt angefangen, dass wir den Schulhof von unserer Projektschule in Tansania erweitern wollen, dass sie sich genauso wohl fühlen wie bei uns, also mehr Grünzeug wie Bäume, Gebüsche und auch Spielgeräte. Wir haben 2014 dort das erste Mal ein Fencing gemacht, das heißt ein Zaunprojekt. Das ist jetzt schon so lange her und das ist inzwischen eine grüne Oase mitten in der Maasai-Steppe geworden. Angeregt dadurch kam dieser im Januar entstandene Wunsch der Schulgemeinschaft, der thematisiert wurde, den Kindern gerade recht, dass sie sagten, Mensch, das wird unser Projekt. Wir wollen gerne
der Schulgemeinschaft helfen, das Geld einzusammeln, um so ein Zaunprojekt zu realisieren. Deswegen haben sie ein Modell gebaut. Also wir haben gebastelt mit also so einem ganz normalen Kartonstück, also das war so groß. Und wir haben Farben zusammengemischt und haben dann alles ausgemalt. Und wir haben Häuschen gebastelt, also für die Schule. Wir haben auch den Zaun gemacht und wir haben, also so eine andere Gruppe aus einer Klasse hat auch noch Bäume gemacht, weil die wollen nächstes Jahr noch Bäume anpflanzen. Als Lehrer nimmt man sich relativ zurück. Es kommt wahnsinnig viel von den Kindern. Ich habe erstmal mitgeschrieben. Sie waren sofort Feuer und Flamme von diesem Projekt und dass das auch noch in Afrika so weit weg ist, das hat sie total also motiviert. Linus aus unserem Profil hat auch solche Postkarten entworfen, die hat man dann bekommen, wenn man halt eine Spende gegeben hat, also eine Art Dankeschön. Hier im Hintergrund ist halt ein Teil der Schule, ein Teil, aber hier im Hintergrund ist die Schule dann noch ein Teil davon. Dann haben wir vorne die als Zaun sozusagen die Säulen, also die UNESCO-Säulen. Und hier steht noch einmal unser Motto: Kinder müssen draußen bleiben. Und damit ein Garten nicht gehen kann, sammeln wir Spenden für einen Zaun. Die sind mit so viel Herzblut dabei, die ganze Gruppe. Das macht richtig Spaß. Wir haben hier einmal noch so eine Vorlage bekommen. Hier dieser kleine rote Teil da und der grüne, das ist auch hier im Hintergrund der Postkarte. Und das sieht man auch alles auf unserem Modell. Mit unserem Projekt, mit unserer Partnerschule in Tansania arbeiten wir mit denen zusammen und wir schenken denen eine Freunde und machen uns auch selber eine Freunde damit. Das Hildesheimer Zaunprojekt hat auch viele implizite Lerneffekte. Neben ökologischen Aspekten lernen die Schülerinnen und Schüler auch neue Kulturen und Lebensweisen kennen und vertiefen zudem das universelle Kinderrecht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Folgeaktionen sind geplant, inklusive virtueller Austauschreisen. Doch unsere Reise, sie geht weiter, nun nordwärts. Und auch hier spielen offenbar die Kinderrechte eine besondere Rolle. Moin, wir befinden uns in Emden am Max-Windmüller-Gymnasium. Und wir sind UNESCO-Projektschule und haben uns überlegt, dass wir gerne einen Beitrag leisten wollten zum Jubiläum von Niedersachsen, wird 75 Jahre alt. Und wir wollen uns mehr für Kinderrechte einsetzen und machen deswegen Postkarten mit verschiedenen Kinderrechten. Das sind Postkarten, die wir mit einem Linolschnitt selber ausgeschnitzt haben. Und die werden wir dann ausdrucken und weiterschicken. Kinderrechte aus dem Grund, weil es uns wichtig ist, die Demokratie und Teilhabe der Kinder zu fördern. Und bei diesem ziemlich projektorientierten Unterricht haben sie auch wirklich von der Idee bis letztendlich dem Verteilen an die Emder Bevölkerung alles geplant und alleine umgesetzt. Wir haben jetzt das Kinderrecht Bildung ausgewählt, da es auch sehr oft zu kurz kommt und viele Kinder in ärmeren Ländern auch keine Bildung haben, keine gute, und sie dann auch nicht aus den ärmeren Ländern rauskommen können, da sie nichts wissen, wie man das macht. Ich habe sehr viel darüber gelernt, was für Kinderrechte es überhaupt gibt, wofür die wichtig sind. Wir haben erstmal eine ganze Stunde über die unterschiedlichen Kinderrechte gesprochen und auch über die Pflichten, aber auch die Kinderrechte an sich, welche es gibt, wirklich mit den Artikeln, welche Themenfelder es gibt und warum sie quasi entwickelt wurden, erfunden wurden oder eingeführt wurden. Und ich habe mir das auch noch mal ein bisschen mehr angeguckt, auch zum Tag der Weltkinderrechte habe ich mir auch noch mal angeguckt und da ist mir auch noch mal habe ich auch noch mal dran gedacht, wie gut es uns hier eigentlich geht und was die Kinder dann auch in ärmeren Ländern für ein schlimmes Leben teilweise haben. Also mir ist besonders wichtig, dass mehr auf die Kinderrechte geachtet wird und Kinder generell ein besseres Leben manchmal bekommen können dadurch. Eigentlich sollen alle Kinder gleichberechtigt werden, egal welche Hautfarbe sie haben oder ob sie eine Behinderung haben.
Ich habe mich für das Thema Recht auf Bildung entschieden, da es sehr viele Kinder gibt, die schon irgendwie 13 Jahre oder so in meinem Alter sind und die einfach nicht mal richtig lesen oder schreiben können. Und das ist halt schon dann sehr schlecht, auch für späteres Leben keinen Job zu finden und so. Wir haben auch das Projekt, weil wir eine UNESCO-Schule sind, nochmal Straßenkind für einen Tag. An dem Tag gehen wir halt, wie der Name schon sagt, auf die Straße und sammeln Spenden und verteilen die Postkarten, die wir in dem Kunstprojekt jetzt gemacht haben, damit auch andere Leute davon was mitbekommen und sich dafür vielleicht auch mehr einsetzen. Dieses Lineolplatten-Postkarten für die Kinderrechte ist ein Anfang. Ich würde mich noch gerne mehr für Kinderrechte einsetzen, damit es den Kindern auf der ganzen Welt gut geht. Ein langfristiges Engagement anregen. Vom Projekt zur Struktur gelangen, auch die Kinderrechts-Postkarten-Initiative am Max ist Teil dieser nachhaltigen Lernstrategie. Auf dem Weg von Emden südwärts nach Osterode am Harz an ein Gymnasium, das, so munkelt man, derweil ähnliche Bedeutung für die Region hat wie das anliegende Gebirge, geht eine Videobotschaft ein. Neuigkeiten der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule zu ihrem Kinderrechte-Rummel. Wir haben uns das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung ausgesucht. Zu diesem Kinderrecht haben wir ein Kinderrechtsrummel gemacht, wo wir 5 Spiele angeboten haben. Wir hatten ein Glücksrad, Dosenwerfen, Ringe werfen, Luftballonlauf und ein Quiz gehabt, wo wir die Teilnehmer über Kinderrechte informiert und befragt haben. Viele Kinder auf der Welt müssen stundenlang hart arbeiten und haben danach kaum Freizeit. Deshalb gilt das Recht auf Spiel und Freizeit. Der Kinderrechte-Rummel war lukrativ. 750 Euro nimmt die UNESCO-Gruppe ein und spendet den Betrag prompt. Das Bundeswehr-Sozialwerk benutzt das Geld für Projekte für benachteiligte Kinder. Unsere Spende wird für Ferienfreizeiten und Erholungsangebote verwendet. Zurück im Zug, auf dem Weg zum Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium, wo man ebenfalls an einem Beitrag anlässlich des niedersächsischen Jubiläums arbeitet. Schon von Weitem kommt einem eine gewisse Brise Weltoffenheit entgegen. Und die Stimmung ist trotz des zunehmend trüben Herbstwetters ausgesprochen gut. Mit dem Projekt auch, wir haben 2 Lied genommen. Der erste, das ist Kinder an die Macht. Und der zweite ist Talibé aus dem Senegal von Omar Penn. Das ist eine Geschichte über die Straßenkinder. Es ist irgendwie die eine Welt, in der wir leben, und das ist ja auch der Anspruch, den wir haben, irgendwie auch als UNESCO-Projektschule, sowas zu initiieren und zu ermöglichen. Und dieses Projekt, was wir jetzt hier machen mit Kinder an die Macht, ist ja ganz ähnlich. Zu sehen, wir haben unsere Perspektive, was man so die Nordperspektive nennt, ne? Aber die Kinder im Senegal haben eine andere Perspektive, mit aber vielleicht ganz ähnlichen Dingen. Und mit dem Lied die Kinder hören und vielleicht schreibt was denken über die Sätze in die Lied. Jeder Mensch sollte gleich behandelt werden, egal welche Hautfarbe er hat. Auch egal, ob man Mann oder Frau ist. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden und gerecht behandelt werden. Weil sonst entstehen Kriege und Kriege machen die Welt kaputt, worauf wir Menschen leben können. Ich wünsche, dass es hier keinen Krieg gibt. Weil Krieg schlimm ist. Ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass Familien einkaufen gehen können. Ich wünsche mir soziale Gerechtigkeit. Ich werde die Umwelt schützen, weil die Leute Müll schmeißen, in die anderen Länder auch. Die Wälder brennen auch. Das ist nicht schön. Ich würde auch verhindern, dass dass so viel Müll produziert wird, weil das schmeißt man dann ja ins Meer. Und so können die Tiere unter Wasser manchmal nicht mehr an den Sauerstoff kommen und die können da drin überhaupt nicht mehr schwimmen. Deswegen würde ich mich gerne für den Tierschutz einsetzen. Was denken die Kinder über das Welt hier in Deutschland und im Senegal auch? Das ist, sind gleich, weil das Problem ist ein Problem für Umwelt, für alle die Welt, für alle die Menschen. Habt ihr Interesse daran, dass wir wirklich aus erster Hand von senegalesischen Schülerinnen und Schülern mal hören, wie deren Vision ist? Wollt ihr die mal vergleichen mit euren Plakaten? Ist das die Idee, dass wir das mal machen? Und das zusammenzubringen und zu zeigen, hey, die Wünsche sind doch
wenn auch mit kleinen Differenzen, doch ganz vergleichbar. Und die haben dieselben Visionen wie auch wir. Die wollen in derselben Welt leben, mit denselben Wünschen so. Und das, glaube ich, hier herauszukitzeln in vielen Begegnungen, die wir machen mit dem Senegal, das ist so der Wunsch und die Hoffnung, dass das gelingen kann. Ja, ich bin engagiert, weil ich musste schon ein Brücken bauen. Ich glaube auch über nur eine Farbe, dass nur eine Kultur, nur eine Mentalität. Ich habe beides erlebt, Schüler im Senegal und Schüler in Deutschland. Und ich finde, es ist ein unglaublicher Brückenschlag und es trägt zur Völkerverständigung bei. Und wir haben eine Welt und wir arbeiten daran, dass diese Welt eine gute Welt wird. Und das ist mir das Wichtigste, dass unsere Kinder zusammenarbeiten mit den Kindern aus Afrika und lernen, wir gehören zusammen. Aus dem Süden kommend, geht es nun wieder nordwärts. An eine Schule, die zeigt, was möglich ist, wenn Ermöglichungsstrukturen das Schulleben prägen. Wir reisen nach Buxtehude. UNESCO war mir schon immer wichtig, weil es eine großartige, weltumspannende Idee ist und ein Netzwerk. Und es ist ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler Maßstäbe mit auf den Weg bekommen in ihrem noch sehr jungen Leben, sodass sie dann später auch im Leben wissen können und hoffentlich dann auch sich daran erinnern, auf welche Werte man bestmöglich Acht gibt, um als Weltgemeinschaft sich positiv zu entwickeln. Wir, der UNESCO-Kurs der 10. Klasse der Halle-Pagen-Schule, haben uns im letzten Jahr mit dem Thema Kambodscha beschäftigt, mit der Geschichte, mit den Roten Khmer bis zur heutigen Zeit. Und uns sind viele Probleme aufgefallen, die wir einfach zeigen wollten. Und wir haben auch was damit zu tun. Es ist nicht nur so, dass diese Probleme existieren, sondern dass wir aktiv daran beteiligt sind, auch wenn wir das gar nicht wollen. Deshalb haben wir uns entschieden, Schuhkartons zu basteln. Für jeden Schuhkarton haben wir noch einen QR-Code. Und über diesen QR-Code kommt man zu einem Podcast, den wir auch aufgenommen haben. Und in diesem Podcast erzählen wir Schüler darüber, was in dieser Szene gezeigt wird im Schuhkarton. Wenn wir Fast-Fashion-Produkte kaufen, die eigentlich viel zu günstig sind, kommt meist gar nichts oder wenig bei den Arbeiterinnen in der Textilfabrik an. In Kambodscha ist das eben so mit der Schule, dass nicht viele Kinder dahin gehen können. Unter anderem, weil die Materialien wie zum Beispiel die Schuluniform oder Schulbücher sehr, sehr teuer sind, sich die Eltern das also nicht leisten können, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Unser dritter Schuhkarton geht um das Thema Waisenhaustourismus. Das Problem ist, dass wenn Touristen und auch deutsche Touristen in Kambodscha sind, werden meist bei Rundfahrten Halte bei Waisenhäusern gemacht. Dort sind dann die Kinder und die führen in verschiedenen Kostümen Tänze auf. Aber das Geld kommt gar nicht den Kindern zugute, sondern die Kinder werden ausgenutzt und das ganze System in Kambodscha ist korrupt. Also es gibt generell zu wenig Geld und zu wenig Jobs, die dafür sorgen, dass diese Korruption überhaupt stattfinden kann. Auch die Polizei und die staatlichen Behörden sind davon betroffen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir einfach nur Spenden schicken und trotzdem Fast Fashion kaufen und einfach nicht darüber nachdenken in unserem Alltag. Sich einzubringen ist häufig wichtiger als klassischer Unterricht, weil durch das Tun und durch das Miteinander und durch das Erkennen von Möglichkeiten, Chancen, Erfolgen, durch den Kontakt miteinander erlernt man häufig viel mehr als in einer klassischen Unterrichtsstunde. Und das bleibt auch sehr lange im Gedächtnis. Diese Gemeinschaftserlebnisse und diese Projektarbeit, vor allem mit neuen Ideen, so wie in diesem Fall, ist für junge Leute sehr befruchtend und sehr interessant. Unser Ziel ist es, dass auch unsere Schüler ein besseres Bewusstsein für die Natur und für nachhaltige Produkte bekommen. Deshalb interessieren wir uns sehr für einen Schulgarten hier an unserer Schule anzulegen, wo wir Obst und Gemüse, Blumenfelder, Insektenhotels oder möglicherweise ein paar Bienenstöcke anlegen möchten. Einfach, damit auch unsere Mensa mit eigenen schuleigenen Produkten unterstützt werden kann. Auch würden wir gerne ein grünes Klassenzimmer einrichten, und zwar auf unserem Schulhof, sodass wir auch, wenn wir jetzt Freistunden haben, als Schüler draußen lernen können mit Tischen und Stühlen, die da bereitstehen. Zudem würden wir gerne eine neue AG einführen mit einem
Theorieteil und auch einen praxisnahen Unterricht. In der Theorie würden sozusagen Experten zu uns kommen und erklären, wie man einen nachhaltigen und effizienteren Landbau machen könnte an der Schule. Unser Wissen können wir dann in der Praxis umsetzen, indem wir das Imkern erlernen oder auch Gärtnern. Unsere letzte Idee war der Kiosk, den wir dann wieder in Betrieb nehmen wollen, auch um einen nachhaltigen Bereich erweitern wollen, indem wir dann zum Beispiel auch eigene Produkte anbieten können, die wir zum Beispiel in AGs wie der Bienen-AG Honig zum Beispiel hergestellt haben oder selbstgemachte Marmelade, die würden wir da auch verkaufen. Warum wir das machen, ist, weil wir an unserer Schule sehr viel ungenutzte Fläche haben und sehr viel Potenzial, aber zu wenig Engagement. Und wir wollen erreichen, dass unsere Schule nachhaltiger wird, indem Insektensterben entgegenwirken und auch nachhaltige Alternativen und Methoden an unserer Schule lernen. Wir hoffen, dass durch unsere Ideen die Schule nachhaltiger gestaltet wird und auch in Zukunft mehr Leute dafür ermutigt werden, Ideen einzubringen. Ja, ich als Schulleiterin bin für diese Ideen immer offen und war begeistert und bin immer noch begeistert, mit welcher großen Ideenvarianz die jungen Leute an diesem Projekt teilnehmen. Also wir haben überlegt und uns ist aufgefallen, dass wir mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof gebrauchen könnten und da auch lernen können und essen. Wir wollen nicht, dass die Schule ein langweiliger, anstrengender Ort für die Schüler ist, sondern auch, dass sie hier zum Beispiel ihre Freizeitaktivitäten oder ihre Hobbys wie zum Beispiel Fitness in der Schule ausüben können und Spaß haben. Um unsere Idee umsetzen zu können, haben wir uns entschieden, den Fitnessplatz mit einem großen, vielfältigen Calisthenics-Gerät zu gestalten. Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Fahrrad zur Schule, was auch sehr, sehr toll ist, da das auch sehr umweltfreundlich ist. Allerdings sind die Wege sehr, sehr unsicher, wodurch wir uns da entschieden haben, uns um die Fahrradwege zu kümmern, da wir wollen, dass auch viele Schülerinnen und Schüler sichere Fahrradwege haben. Jährlich kommen auch hierher sehr, sehr viele Touristen und diese nutzen auch besonders viele die Fahrradwege, da sie gerne die Umwelt hier angucken wollen. Und deswegen werden wir jetzt für einen sicheren Fahrradweg von York nach Buxtehude sorgen. Unser Ziel ist es, eine Tartanbahn an unserer Schule einzusetzen bzw. unseren Sportplatz zu erneuern. Weil wir der Meinung sind, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, eine Ascherbahn zu haben und dafür setzen wir uns ein. Wir sind ja jetzt erst auf dem ersten Schritt dieser Projektentwicklung und es kommen laufend neue Vorschläge, wie man dann die bisher erreichten Ergebnisse noch weiter vernetzen und weiter ausbauen kann. Eine wesentliche Handlungsprämisse der UNESCO-Schulen lautet: global denken, lokal handeln. Die Buxtehuder Projekte zur Niedersächsischen Demokratie-Feierstunde zeigen, welche Vielfalt an Initiativen möglich ist. Meine Reise neigt sich leider dem Ende entgegen. Da passt es zum Abschluss dieser Niedersachsen-Tour, jene Kinder zu besuchen, die gerade noch am Anfang ihres schulischen Wegs stehen. Und sogleich betreten wir die Räumlichkeiten einer Kinderrechteschule. Unsere Meinung ist gefragt, jetzt und hier und jeden Tag. Wir sind in der Grundschule Neuhaus an der Oste und haben ein Hörspiel gemacht zum Thema Kinderfragen. Die Kinder haben sich darauf geeinigt, dass sie gerne was zum Thema Mitbestimmung machen möchten. Um genau rauszufinden, was denn eigentlich jetzt genau bearbeitet werden soll, haben die Kinder Bilder gemalt, wo sie dann überlegt haben, was ist denn ein gutes Thema, wo Kinder mitbestimmen sollen. Aus diesen Bildern haben wir dann eine Geschichte gemacht, indem wir uns angeguckt haben, was ist auf den Bildern drauf und was wollen die Kinder. Und dann war ziemlich schnell klar, ja, wenn hier mal ein neuer Spielplatz gemacht wird oder der Außenbereich neu gemacht wird, dann wäre es wichtig, dass die Kinder auch dort mitmachen oder mitbestimmen können. Genau, und so sind wir dann über eine Fantasiereise, sage ich mal, so sind wir dann auf die Geschichte gekommen. Als wir das dann zusammen hatten, sind wir dann in den Musikraum gegangen. Dort hatte ich das dann ein bisschen vorbereitet, habe die Technik aufgebaut, so dass wir dann Satz für Satz nach und nach das ganze Hörspiel eingesprochen haben. Wichtig war es uns dann auch, dass die Kinder wirklich jeden Schritt auch wirklich mitkriegen und was das eigentlich so ist, so dass wir zum Beispiel auch die Geräusche, die in der Geschichte vorkommen, haben wir alle mit den Kindern einzeln extra aufgenommen.
Und am Ende waren alle glücklich und zufrieden und ganz stolz auf das, was sie da geleistet haben. Die CD ist am Ende in eine Hülle gekommen, die die Kinder auch komplett selber gemacht haben. Mit dieser Projektarbeit, die wir gemacht haben, haben die Kinder halt die Möglichkeit, einfach nochmal ganz anderes Lernen zu erleben. Es ist kein Frontalunterricht gewesen. Wir haben alle miteinander gearbeitet. Und was ganz wichtig war, war, dass egal, was die Kinder für Ideen hatten, es wurde erstmal alles mit aufgenommen und alles wurde erstmal genau mit beguckt und überlegt, ob man das mit reinnehmen kann. Und da waren gar nicht wir als Lehrer diejenigen, die das bestimmt haben, sondern die Kinder haben für sich das durchgesprochen und bestimmt. Im Endeffekt waren wir als Lehrer eigentlich nur begleitendes Personal. Ich glaube, für die Kinder ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Lernen, dass sie einfach merken, oh, man kann als Gruppe, als Klasse ganz viel bewirken, wenn wir was gemeinsam machen und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Was ja zum Beispiel auch eins der Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention ist, wo ja eben drin steht, dass die Meinung der Kinder gefragt werden sollte. Wir hier an der Schule Neuhaus an der Oste möchten uns ganz stark an den Kinderrechten orientieren und unterstützen diese Arbeit eben mit solchen Projekten. Unsere Meinung ist gefragt, jetzt und hier und jeden Tag. Unsere Meinung ist gefragt, jetzt und hier und jeden Tag. Mit diesen inspirierenden Impressionen im Gepäck geht es für mich und meine Kamera zurück nach Berlin. Für mich war die Reise nach Niedersachsen sowohl ein Blick in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Und insgesamt, finde ich, wirft sie doch ein durchaus positives Bild auf diese Zeit, die so sehr von Krisen gebeutelt zu sein scheint. Und das ist doch auch mal eine gute Nachricht. 75 Jahre Demokratie in Niedersachsen. Ich glaube, wir können alle, und das haben wir gesehen, gespannt, vertrauensvoll und erwartungsfreudig auf die nächsten 75 Jahre Demokratie in Niedersachsen blicken. Denn eines scheint sicher. Die nächste Generation aus den niedersächsischen UNESCO-Schulen und dem Kinderrechte-Netzwerk, sie ist vorbereitet. Vorbereitet auf ein Leben des lebenslangen Lernens. Angstbefreit und motiviert. Das ist Bildungserfolg. Ein permanenter Work in Progress, der erlernt sein will. Und das hier Gezeigte war nur ein kleiner Ausschnitt, der sich erweitern ließe. Vom Rap des Domgymnasiums in Verden bis hin zum Antidiskriminierungsprojekt der Bismarck-Schule in Hannover. Der Einsatz der Schulen umreißt ein breites Spektrum, das viele Aspekte der Gesellschaft von heute und morgen umfasst. Es lohnt sich, hier näher hinzuschauen. Denn hier sind viele Prototypen für zivilgesellschaftliches Engagement.